Servusle, meine Lieben, willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde Nomen's Sky mit Voucher und mit dem Gag-Alderle. Ihr seht schon, Musterhausen, ich bin doch nicht an Ort und Stelle geblieben, weil ich hol schon mal die nächsten Glas ab, Leute. Dann kann das nämlich auch hier immer wunderschön nachwachsen. Und damit wir uns einen Anfahrtsweg mehr oder weniger sparen, oder Anflugsweg, müssen wir ja schon fast sagen, dachte ich mir, ich gehe schon mal rüber. Ich habe auch schon was aufgebaut hier auf Musterhausen, dafür ist es ja gedacht, weil wir müssen heute drüben bei den Gärten, Leute, aus dem Erdreich rausbrechen. Und zwar nach oben. Ihr erinnert euch, wir haben ja so einen Gang angelegt, wo wir jetzt dann uns tatsächlich am Ende entschieden haben, die Lagercontainer hinzusetzen. Und eigentlich war ja der Sinn, dass ich durch den Grater durchbreche und dann kommen wir auf die Gärten. Jetzt kenne ich aber die Module noch nicht alle. Ich weiß aber, und das habe ich gerade eben recherchiert, Leute, zwischen der Folge und der letzten, ich habe tatsächlich jetzt die hier im Anschluss aufgenommen an die gestrige Folge, habe ich recherchiert, um zu gucken. Gibt es Rampen, gibt es Innentreppen, das gibt's alles, Leute. Und wir bauen das jetzt schon mal so, als. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Da ist eine zweite dazugekommen. Ah! Und direkt an meinem Fädler, herzlichen Dank, ne? Da, pass auf. Mark, genau. Und hier haben wir den. Apone. Appon. App1. Eins von beiden oder von dreien wird es sein. Schön. Herzlichen Dank für die Grüße, ne? Wunderbärle, Leute. So, weiter geht's. Jetzt habe ich meine Rede verloren. Aber das ist ja nichts Neues, ne? Kennen wir ja auch. Haben wir noch ein Plätzle frei hier, dass ich da schon mal gleich. Nicht immer das machen, Alterle. Immer schön Glas herstellen, wenn wir Glas brauchen, ne? Schön die Dinger durchjuchzen. Jawohl, weiter geht's. Wir bauen Glas, wir machen Glas. Oh ja, das war's. Ich überlege gerade, was ich eigentlich sagen wollte. So, jetzt haben wir auf jeden Fall jede Menge Glas. Wir haben noch reines Ferrit, Leute. Ionisiertes Kobalt ist ebenfalls noch da. Wunderschön. Genau, jetzt pass auf, zurück zu meiner. Ich gehe mal mit euch vor, dann kann ich es euch zeigen. Dann kann ich es euch zeigen. Die nächsten Frostdinger wachsen hier auch schon raus. Glas kann dann praktisch wieder nachgefarmt werden. Wunderbar, so soll es sein. Liebe Grüße ans Alderle. Wunderbärle, freut er sich. Schön. Also, meine Lieben, wir müssen rausbrechen. Ich will ja die Gärten außerhalb vom Krater auf der Oberfläche bauen. Ihr seht schon, hier ist was aufgebaut. Nehmen wir wahrscheinlich aber gleich wieder mit. Ich musste ja gucken, wie kann ich die Komponenten zusammen machen. Unsere Cube-Würfel, das sind ja mehr oder weniger die Bauweise. Und die können wir mit diesen wunderschönen Gängen, mit den normalen, verbinden, um dann hier tatsächlich reinzukommen ins Gewächshaus. Ja? Und das werden wir natürlich so bauen. Wir müssen allerdings vom Erdreich praktisch jetzt noch eine Etage wieder hochkommen. Das wird dann mit einer Innentreppe schön verbunden. Das heißt, wir poltern hier so ein Ding raus. Dann kommen lange Gänge und aus diesen Gängen kommen dann die Seitenverstrebungen hin. So, ganz grob, dann habt ihr das schon mal gesehen. Ich habe das mal hier hingebaut, dass ich es kurz gucken konnte. Musterhausen, ne? Dafür haben wir ihn gebaut, Leute. Jetzt pass auf, jetzt nehmen wir das aber alles mit. Gut, bis auf diese zwei Sachen hier, die kann ich nicht mitnehmen. Was wollte ich denn noch machen? Das hat mich schon die ganze Zeit gereizt. Ich hopfe aber mal da hoch wegen dem Panda. Da war nämlich schon wieder gerade ein Panda da. Pandale, wie ich sie halt Panda nennen, weißt du? Weißt du? Weißt du? Da war der Partner. Jetzt pass auf, Leute, kurze Überlegung. Wir müssen zu unserem Schiffel. Da gehen wir kurz rüber. Ich will das eine Teil hier verbauen, was es mir anzeigt. Denn offensichtlich kann ich damit über längere Distanzen Sachen transportieren, was ja nicht schlecht wäre. Jetzt kommt natürlich bald auch bei mir endlich mal der Fall, Leute, dass ich ein größeres Schiff irgendwann haben will. Weil wenn ich jetzt hier noch einen Slot verbaue, ist vorbei. Es sei denn, ich kriege den hier rein. Boah, hier ist doch Platz. Cadmiumantrieb. Hyperantrieb-Cadmiumantrieb. Also ich muss den Emeril-Antrieb, den will ich hier auf jeden Fall noch einbauen. Dann würde ich es hier hinsetzen. Und wenn das dann als voll ist, werden wir auch irgendwann ein neues Schiff kaufen. Ne? Eine Antimaterie brauchen wir und ein Technologiemodul. Das wird nicht billig. Ich weiß halt nicht, ob das dann weitergeht mit dem Basiscomputer-Archive, wenn ich es nicht mache. Verbessere dein Raumschiff. Weißt du, will der jetzt wirklich von mir, dass ich das Ding da reinbaue oder nicht? Abbrechen kann ich es nicht. Ich würde sagen, ich baue das rein. Eine Antimaterie. Jetzt muss ich nämlich, jetzt muss ich tatsächlich gucken, Leute, wie ich eine Antimaterie baue, ohne vom Panda erwischt zu werden. So, ich gehe kurz hier rein. Wie war denn das wieder? Ach ja, ich vergaß. Technologiemodul habe ich bestimmt. Leute, ich kann die nicht alle aufheben. Ich kann die echt nicht alle aufheben. So, jetzt pass mal auf. Antimaterie. Lass mich mal schauen. Chromatisches Metall und verdichteter Kohlenstoff. Das ist jetzt ja normalerweise nicht so das Problem. Dann habe ich die Antimaterie. Das wäre das eine. Und dann bräuchte ich noch Technologiemodule, drei Stück. Die müssen wir kaufen gehen. Die müssen wir an der Raumstation kaufen gehen.
Das ist der Baum vom Basiscomputer, den will ich ihn eigentlich nicht wegnehmen. Verdichteter Kohlenstoff, den müssen wir natürlich geschwind herstellen. Da habe ich bestimmt nichts mehr rumliegen gehabt. So, da ist jetzt natürlich die Drohne auch gerade. Ja, jetzt holen wir uns geschwind ein bisschen Kohlenstoff. Und dann passt es schon. So Sachen müssen wir halt einflechten, ne? Kommt man nicht drum rum. Das ist uns leider auferlegt, Leute. Sonst hätte ich den Garten schon wahrscheinlich fertig. Jetzt, der wird jetzt auch bald leer hier. Ist jetzt die Drohne schon im Anmarsch oder saust sie noch da unten irgendwo rum? Drohne? Wächter? Egal, mach weiter, Digga. Der meldet sich schon. So, ist da hinten der Monolith? Soll man da kurz vorbeifliegen? Da hätte man den Wissenschaftler nämlich auch gleich erledigt. Monolith, tatsächlich. Ich muss Platz schaffen, Leute. Einen kurzen. Kann ich nicht das Ding auch ins Flugzeug eigentlich legen? Das geht doch bestimmt auch, oder? Nee, ist zu weit weg. Da geht es nicht. Kohlenstoff 84 Stück. Wir brauchen bestimmt noch mehr. Alles klar. Es sind halt immer wieder ein paar parallele Sachen, die noch mitlaufen. Da kommen wir nicht drum rum. Den müssten wir auch mal wieder aufladen, der Kollege hier. Ich überlege gerade, Leute, ich überlege gerade. Ganz zwanghaft und so. So, komm, wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, ob im Raumschiff noch ein Plätzl frei war. Ich glaube nämlich schon. Ich bin gerade total gedanklich abgedriftet. Sorry, entschuldigt. Wir machen einfach weiter. Das wird schon werden. Es wird schon werden, so verkehren. Neues Schiff müssen wir uns auf jeden Fall bald besorgen. Ne? Da kommen wir jetzt dann auch nicht mehr drum rum. So ist es halt. Den Basiscomputer lasse ich jetzt in Ruhe hier. Ich traue dem ja nicht. Stopp. So, jetzt nochmal ganz kurz hier rein. Dann würde ich gerne den Verteidigungsbeleg tatsächlich ins Raumschiff einlagern. Dann ist der da schon mal weg. Die Navigationsdaten, die habe ich eigentlich für später vorgesehen. Kohlenstoff müssen wir umwandeln. Das machen wir kurz hier. Ich fliege aber vor jetzt, sonst muss ich den Weg 20 Mal machen. So, einfach kurz vorhechten. Vielleicht sind auch schon wieder ein paar Glas fertig, aber ich habe ja gar keinen Platz. Ich habe ja gar keinen Platz, um jetzt hier noch Glas zu machen und so. So, mein Dickerle, flieg hier rum. Bremst dich ein bisschen ab und schwupp. Okay. Ja, das kriegen wir jetzt schon hin. Die Zeit rennt natürlich immer weg, wenn du bauen willst und du musst 1000 Sachen machen. Ist immer ein bisschen schade, ne? Stopp. Liebes Musterhausen, ich bin so froh, dass ich dich habe. Ich habe mich tierisch gefreut, Leute, dass diese Module hier verbaubar sind. Ich bin doch am Basiscomputer. Wieso zickt er denn jetzt wieder rum? Komische Geschichte als manchmal. Stopp. Ja, stopp. Jetzt gehen wir hier rüber. Schwuppdiwuppdi. Probier's nochmal. Jetzt geht's wieder. Diese Module, die können wir verbauen. Und da freue ich mich sehr, weil die gefallen mir nämlich unheimlich. Da diese Gänge. Was haben die nochmal für Mats gebraucht? Auf jeden Fall Ferrit. Ach ja, nur reines Ferrit. Das ist ja jetzt nicht so tragisch. Ferrit und Glas. Perfekt. Genau wie die anderen. Einmal hier reinglinst. Und wir brauchen den Kohlenstoff, den wir gerade gefarmt haben. Stopp, zurück. Den hauen wir komplett durch, oder? 80 Stück. Reicht. Das hauen wir jetzt kurz durch, Leute. Das nehmen wir mit. Dann gehen wir Technologiemodule kaufen, bauen das Ding ein. Dann geht es am Basiscomputer weiter. Unseren Wissenschaftler würde ich gerne erledigen, weil da kommen die nächsten Blueprints, die ich unbedingt brauche für Space bauen. Und dann müssen wir eine Folge einlegen, wahrscheinlich morgen, übermorgen, wo wir diese Wiederherstellungsmodule farmen zusammen, damit wir an die Treppen kommen und solche Geschichten. Sonst haben wir nämlich irgendwann eine Basis, die so halbherzig, weißt du? Wir brauchen halt die ganzen Blueprints. Aber ich muss trotzdem sagen, ich bin froh, dass wir nicht in diesem Sandbox-Modus da spielen, wo alles freigeschalten ist. So macht es doch mehr Spaß, weißt du, wenn du die ganzen Sachen so ranholst. So, mein Liebes. Exo-Anzug, perfekt, das haben wir schon mal. Dann hauen wir jetzt ab. Stopp, du machst jedes Mal denselben Fehler. Ist halt Musterhausen, total verbaut, total geckig eigentlich, ne? So, kurz abgebremst. Die lasst jetzt in Ruhe. Lumli-lum. Ich will auch noch ein paar Blueprints holen. Die anderen zwei Bäume will ich noch holen. Für Quecksilber habe ich mir überlegt, dass man da ein bisschen ausstaffieren kann. Was machst denn du eigentlich gerade? Du wolltest eigentlich... Jetzt hast du die Startschubdüsen nämlich leer gefahren. Ich wollte doch eigentlich hoch. Und hoch geht's doch am schnell... Pass mal auf, jetzt machen wir mal Folgendes. Ist das ein Monolith? Nächste uralte Ruine. Wir gehen darüber. Was haben wir hier? Monolith. Und das war doch der Questgeber, der gesagt hat, ich will zum Monolith, ne? Pass mal auf, Wissenschaftler. Ja, machen wir. Machen wir, Leute. Flitzen wir kurz raus. Dann haben wir den auch schon erledigt. Weil heute müssen wir eigentlich nur eine Bohrung machen am Garten drüben, ne? Und zwar die Bohrung, die dann nachher über gerade oder nicht gerade entscheidet. Deswegen drücke ich mich auch so ein ganz kleines bisschen, aber wir machen die heute. Ich muss die aus dem Kopf kriegen. Moment mal.
Doch, passt schon. Ich hätte es einfach nur schon viel früher aktivieren müssen. Spring den Punkt an. Lum, lilum. Dann machen wir den Wissenschaftler fertig. Den Waffenmeister wollen wir am Wochenende machen. Ne? Der will ja schon wieder, dass wir kämpfen. Ich glaube, 8 Drohnen oder was soll ich für den Knallen, sage ich schon, kalt machen. Oh, manchmal. So, hier werden wir aber auch gleich einen Scan rausjagen, ob ich Wiederherstellungsmodule finde. Einmal durch die Wolkendeck. Wolkendeck, Wolkendeck. Sei kein Gag, sei kein Gag. Ah, ich dachte schon. Oh, schöne kleine Insel. Schöne kleine Inselminsel. Das kennt ihr schon mal. Vielleicht passiert ja was. So. Hier durch. 5 Sekunden. Da ist der Monolithi. The Monolite. Stopp, stopp. Zu schnell. Er kommt da angefetzt. Ich sehe den ja gedanklich immer vor mir, wie der da drin hockt, der kleine Knirps. Und voll Stoff gibt, ne? Volle Röhre. So, denk an die Panda. Denk an die Panther Hunter. Außerirdisches Artefakt. Ja, ist klar, das sollte man jetzt eigentlich alles in irgendeiner Form mitnehmen. Da ist eine Drohnemone. Ich sehe kein Wiederherstellungsmodul. Jetzt sehe ich 2. Und ich weiß, dass wir eigentlich keinen Platz haben, ne? Doch, wir haben Platz. Die hole ich mir. Beide, egal wie weit sie weg sind, die brauchen wir, Leute. Wir benötigen sie dringendst. Der ist näher hier. Der da. Scheiße. Scheiße, du blödes Stück. Der kommt jetzt hier hoch, oder was? Keine Munition mehr. Ich muss mal das Ding wieder aufladen. Da war doch noch einer hier, ne? Die beißen sich halt einmal kurz in der Bobo und das war's. Oh Gott, auch noch ein kleiner. Wie mies ist denn das jetzt vom Spiel? Stopp. Stopp. Kann ich die Dinger aufladen? Habe ich überhaupt was zum Aufladen dabei? Eher nicht, gell? Verdichteter Kohlenstoff. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das mache ich jetzt nicht. Das mache ich jetzt bestimmt nicht. So. Da kriegst du schon so ein bisschen Panik, ne? Abbauen. Ne, abbauen ist falsch. Doch, abbauen war richtig. Jetzt pass auf. Ich wollte eigentlich den zweiten gerade markieren. So. Den brauchen wir als erstes. Das Wort nehme ich mit. Klarstellen. Atlas Pass. Siehst du wieder was, wo ich eigentlich machen wollte? Atlas Pass, Leute. Müssen wir auch noch uns kümmern. Ist wichtig. Also für mich persönlich ist es wichtig, weil ich den ja extra freigeschalten habe, ne? So, jetzt habe ich nur das Problem, dass meine 2 Technologiemodule hier. Jetzt hoffe ich, dass kein Pandale mehr kommt. Sonst muss ich echt nochmal Zeug aufladen hier. Boah, aber das ist ja schon wieder so weit weg vom Schiff. Da kommt bestimmt gleich einer. Gag, pass schön auf, ne? Lieber Gag. Horstens 5%, das ist scheiße. Ich muss mit Kohlenstoff geschwind aufladen. Oh, jetzt kommt sie wieder. Ich habe keinen Platz mehr für alles. Ist das bescheuert? Ist das bescheuert? Es wird schief gehen. Ja, ist gut. Ich habe es nicht so gemeint. So. Das haue ich weg. Wo ist denn das Ding hier? So, das war wichtig. Blueprints gehen vor allem. Da ist es. So, weiter geht's. Hat das nicht hingehauen? Doch, jetzt. So, meine Lieben. Sorry für den kleinen Ausflug jetzt hier wieder ins Unbekannte. Man weiß ja jetzt manchmal echt nicht, wo man anfangen soll hier. Aber die Dinger kann ich jetzt nicht liegen lassen, ne? Wir finden sowieso die letzte Zeit so wenige. So, stopp. Ja, oh, wie es strahlt und funkelt. Schau, wie es strahlt. Schau, wie es gliert. So. X. Jetzt hast du irgendwas aufgeladen, was okay ist, brauchst du bestimmt bald. Das war wichtig. So, jetzt zurück zum Wissenschaftler. Der Arme, der hängt nämlich immer noch ohne Kern bei uns zu Hause in der Basis rum. Ich bräuchte allerdings... Kann ich irgendwas rausschmeißen? Irgendwas. Komplette Baumaterial heute im Dings dabei. Das Einfachste wäre eigentlich, ich würde kurz 2, 3 neue Plätze besorgen für unser Inventarding, ne? Dann ein neues Raumschiff.
Schön mit ein paar, mit doppelt so viel Plätzen am besten, wie unser Schiff jetzt hat, weil mit dem neuen Technologieteil können wir, glaube ich, Daten übertragen, also Materialien über weitere Distanzen, wenn ich es richtig weiß. Habe ich eigentlich das eingelagert hier? Ja. Nee. Ja, ist gut. Man geht ja aber auch nicht farmen, wenn man auf einer Baurunde unterwegs ist, ne? Und das Inventar voll hat. War das so weit raus? Egal, die waren es wert, die zwei Dinger. So, Monolith. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das was wird mit uns zwar. Kommt bestimmt wieder so Rätsel jetzt oder irgendwas, ne? Hallo Drohne. Ich mache jetzt aber Folgendes. Ich gucke nochmal nach, ob ich wirklich drauf bin auf der Quest. Ja, bin ich. Kerneingabe für den Visi. Hier unten. Zack. Wissenschaftsschein nehmen wir mit. Faszinierend. Finde ich auch. Faszinierend. Atlas. War ein Hinweis auf den Atlas, den ich bauen sollte. So, den holen wir auch noch. Station. So, Leute, dann haben wir die Geschichte schon mal erledigt. Jetzt gehen wir hoch kurz und schauen, dass wir das noch erledigt kriegen. Guten Tag. Okay, Nullen und Einsen. Das ist soweit klar. Ich nähere mich dem Monolithen und bereite mich darauf vor, den Korvax-Kern ins Podium einzusetzen. Das Bauwerk sieht so aus, als ob es genau für so einen Moment erschaffen wurde. Kern einsetzen. Fehler, Fehler, Atlas gehorchen, Atlas, Fehler, Fehler, laufe, Fehler, Fehler, Fehler. Lebensform identifiziert. Korvax-Echo, Zweck, Diener des Reisenden. Analyse, Plausibilitätsfehler, emotionaler Zusammenbruch, Reisendeninfektion, Lösung, terminieren, isolieren, isolieren, beschützen, löschen. Alter, Neustart, 1, 2, 3. Monolith offline. Kehre zum Wissenschaftler zurück. Nein, das hole ich jetzt nicht, Leute. Ich würde es gerne holen, aber ich hole es jetzt nicht. Weil ich glaube, dass wir das schon haben. Wo ist denn das Schiff? Wo ist das Schiff? Kommen wir da lebend hin? Alterle, am besten rennst du schon mal. Weil Panda und so. Okay, wir haben aber offensichtlich getan, was wir tun sollten. Ich würde sagen, wir gönnen uns sogar noch, den Wissenschaftler 1 weiterzuschalten. Bedeutet so viel wie, wir gehen nochmal ganz kurz nach Musterhausen zurück. Schwuppen wir kurz rüber. Nach Hausemause. So, pass auf, ich aktiviere den Kerle. Hast du gemacht? Super, dann kurz raus. Ja, komm, jetzt sind wir schon hier, Leute. Wir machen nur noch die Bohrung heute. Morgen geht es dann weiter. Wahrscheinlich bauen wir morgen wieder eine ganz kräftige Runde. Wobei mich natürlich jetzt auch reißt, da oben wäre übrigens ein Frachterproblem noch zu lösen, ne? Hab ich auch schon wieder vergessen. So, eine Stunde, da machen wir aber mal gleich was anderes draus. Wieso geht es nicht mehr? Nochmal zurück. So, jetzt müsstest du eigentlich. Dein Hauptschiff ist klar. So, ich markiere es nochmal und. Habt ihr das auch schon mal gehabt? Dass ihr plötzlich eine Taste, die ihr ganz, ganz oft benutzt, in meinem Kopf habt? Gerade eben wusste ich nicht, wo ich draufdrücken sollte. Ja, es sind halt einfach so viele Dinge. Und vor allem, wenn du im Hinterkopf dieses, ich will jetzt am Garten weitermachen. So, Leute. Anflug auf daheim. Ich lande so nah wie möglich, dann braucht man nicht so viel laufen. Und dann teleportieren wir uns dahin, ne? Ich bin gespannt, ob das hinhaut. Aber das Schöne ist mit diesen inneren Leitern, die wir da noch bekommen werden als Blueprint, Leute. Ich bin sogar versucht, was freizuschalten. In der Hoffnung und so. So, pass auf, du machst jetzt hier mal eine Bremse. Und dann ganz, 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 ganz nah dran will ich. Am liebsten hier. Am liebsten hier. Ja. Ja, mittlerweile ist er ganz gut. Es sieht schick aus nachher, wenn die miteinander verbunden sind, die Sachen. So, denk dran, auch hier können Panda sein. In deinem Zuhause. Okay, hier rein. Um die Ecke. Um die falsche Ecke. Jetzt bist du um die falsche Ecke nicht nur, du bist in der falschen Basis, Alterle. Wo war jetzt der Eingang? Hier. Kurzer Moment. Kurzer Moment. So. Lum, lilum, 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 lum. Irgendwann kommen hier die Leitern, Leute. Ich guck mal. Ah, was ich eh noch freischalten wollte, das können wir gleich machen. Vielleicht kommen dann die Leitern schon nach. Es gab noch dieses hier, das gewölbte, würfelförmige Dach. Das gehört ja auch noch zu den Cubes, ne? Sieht einer? Die kleiner Keilwürfel. Das sind alles Deko-Sachen, die wollte ich nicht. Metallkonstruktionen, Pflasterung, würfelförmige Innenwand. Würfelförmige Innentür schalten wir uns frei.
würfelförmige Dachaufsatz schalten wir uns frei. In der Treppe, da ist sie, Leute. Wir haben sie. Wir haben sie. Wir haben sie. Die Innentreppe gehört uns. Wir müssen nur noch Module finden. Fenster bauen wir natürlich dann auch noch frei. Dann brauchen wir die Geschichte. Ja, ach Gott, bin ich happy. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch Fleiß walten lassen, Leute. Dann haben wir's. Schön. So, mein Freund, ich habe einen Kern für dich. Dein guter Kern. Ja, ist klar, du bist offline. Kern einsetzen. Wiederbelebung des Gehäuses. Hülle online. Und er freut sich. Ehoi, sei gegrüßt, unbekannte Entität. Ich habe meine Prüfung bestanden. Nimm durch den Austausch von Technologien an meiner Freude teil. Drückt mal uns die Daumen, Leute. Sollen wir heute gucken, ob der Sechser im Lotto heute an uns vorbeigegangen wäre? Vielleicht kriegen wir die Leiterplatten jetzt. Schallplatte war es, nicht Leiterplatte. Noch cooler, wir haben's. Hitzekondensator. Polyfaser. Leute, wir kommen den Exofahrzeugen näher. Was denkst du über Strukturanalysen, Fremder? Ich denke heute an alles. Heute ist alles gut. Ah, sehr schön. Sehr schön. Konvergenzwürfel. Vielleicht finde ich einen Konvergenzwürfel, der es ihm ermöglicht, sich mit einem Konvergenzwürfel haben wir, wenn im Frachter, denke ich mal. Entität. Entität. Ich guck mal kurz im Frachter vorbei. Ein Konvergenzwürfel. Hier ist ein Konvergenzwürfel. Also die Quest haben wir schon in der Tasche, Leute. Super. Jetzt heißt es für uns dranbleiben. Mit den Technologiemodulen, mit den, nicht Technologie, mit den Wiederherstellungsmodulen. Dann kriegen wir die Innentreppe, die Fensterlen und was so noch fehlen. Und am Basiscomputer müssen wir auch dranbleiben. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt ganz kurz. Wir gehen jetzt hoch, Leute. Wir gehen jetzt ganz kurz hoch. Ich kaufe diese Dinger. Dann haben wir da beim Basiscomputer-Archive auch den nächsten Schritt. Dann kriegen wir wahrscheinlich irgendwann, wo das Raumschiff landen kann. Hier hat sich irgendwas versetzt, übrigens mal die Tage aufgefallen. Die linke Reihe ist jetzt komplett anders wie diese zwei Reihen hier. Muss ich komplett abbauen irgendwann. Aber ist ein Musterplanet. Da kann es auch ein bisschen schrottig sein von mir aus. Später wäre es wichtiger, dass die Gärten gut sind. So, hoch zum Containerle, ne? Zum Sternbeobachter. So rum. Alles klar. Alles klar. Wissenschaftler können wir weitermachen. Beim Waffenmeister können wir weitermachen. Wenn wir die Leiterplatte da gebaut haben, diese Schallplatte, Leute, dann geht es auch beim Aufseher weiter, ne? Ja, wir kommen näher. Das ist halt, weil wir dran geblieben sind die letzte Zeit. Dafür ist mal so eine Folge dabei, wo wir nur hin und her fliegen, ne? Sehr schön. Servusle. Du kannst ruhig die Hand heben, wenn wir kommen. Super. Manchmal finde ich es schon lustig. Drei Technologiemodule. Das Problem wird sein, ich habe keinen Platz mehr, ne? Muss ich kurz reinschauen. Doch. Alter, wie ausgemessen. Wie abgemessen und ausgemessen. Wir kaufen drei Technologiemodule für super Schnäppchen. Ist egal, wir brauchen sie ja. Das arme Geld. Aber das kommt wieder. Ich bin wirklich sparsam. Ich kaufe nur alles, ich farm nichts. So Leute, jetzt hauen wir das Ding hier rein. Und der Basiscomputer geht ja dann weiter in den Gärten. Ich bin jetzt nur, warum bin ich da so weit hingelaufen? Wir waren ja in Reichweite, ne? Okay, ich belege diesen Technologieplatz mit. Scheiße, Antimaterie. Wie konnte ich ein Antimaterie jetzt vergessen? Ich mache den verdichteten Kohlenstoff, den brauchen wir wahrscheinlich gleich. Die Navigationsdaten räume ich jetzt einfach mal ins Schiff, würde ich sagen, damit es Ruhe hat. Und jetzt gucke ich mal, ich muss doch die Antimaterie jetzt erst. Hier ist sie. Jetzt kann ich machen, was ich wollte. Hier rein, Technologie, hier hinein, auf E und Teleportempfänger. Ist installiert. Ich gehe nochmal ganz kurz hier rein, weil jetzt will ich noch die Navigationsdaten wieder zurückfrachten. So, dann haben wir die Geschichte erledigt. Ich hoffe mal kurz rein, ob man da jetzt irgendwas sieht. Ich glaube es aber nicht, ne? Wissenschaftlermission ist klar. Jetzt gehen wir zurück. Jetzt gucke ich natürlich Basiscomputerarchive. Abwarten, bis zusätzliche Daten wiederhergestellt werden. So ist es. 1:29. Jetzt haben wir den wieder am Laufen. Das nächste Mal darf ich bloß nicht wieder so das falsche Ding drücken, ne? Sonst kriegen wir nämlich einen Haufen Innenausbauzeug für Raumschiff und Exoanzug. Das will ich jetzt momentan gar nicht. So Leute, sehe ich das richtig, dass wir jetzt... Sehe ich das richtig, dass wir jetzt die Schalterplatte... Die haben wir doch jetzt herstellen können. Ich muss mal reinschauen eben, bitte. Ladi... Du hast ja dir alles merken muss, ne? Jetzt gehe ich mal von ganz oben. Die bauen wir die Tage mal, ne? Ich nehme nämlich an, dass die hier irgendwo... Lebenserhaltungsmodul... Schmiermittel, Säure, Atlas, Gel...
Mikroprozessor und Sauerstoffkapsel. Metallplatte, hier ist sie. Hitzekondensator und Polyfaser. Polyfaser können wir herstellen aus Kaktusfleisch und Sternenknollen, soweit klar. Aber diese Hitzekondensator-Geschichte, den müssen wir mit Sicherheit kaufen. Gibt es den einfach hier so zu kaufen? Ich nehme es jetzt mal an. Aber jetzt halt Glück haben, ob wir da jetzt gerade was bekommen. Instabiles Bla. Natriumdiode. Kohlenstoff-Mikroprozessor Tritium. Müssen wir mal rumgucken. So Leute, jetzt gehen wir das Loch noch bohren und dann geht es wahrscheinlich morgen doch mit einer Baurunde erstmal noch weiter. Jetzt haben wir ja wieder einiges erledigt. Cardius Kump. Unsere Gartenanlage. Loch bohren. Ich bin gespannt, ob wir es hinkriegen. Die Frage wird sein, weil weißt du, wenn ich jetzt nämlich ein Loch bohre und ich setze es falsch, dann haben wir einen Haufen Löcher im Planet. Das will ich ja nicht. Ich weiß ungefähr, ich komme raus mit dem viereckigen Poller, so wie wir es auf Musterhausen angezeichnet haben, ne? Mit dem Treibhaus, mit den Gängen, vor die Gänge. Wir brauchen halt den Poller und der muss sitzen. Der muss später, wenn ich anfliege, gerade zur Basis sitzen. Ich liebe es, dass es hier ständig regnet. Ich mag es wirklich. So, Cola Halal Halulump. Hier ist es nicht geil, Leute. Komm, wir haben es uns noch gar nicht angeschaut. Das gönnen wir uns jetzt, bevor ich hier ein Loch mache. So. Ah, Alter, warst du schon mal wieder in deinem Lagerbehälter? Nee, ich muss erst mal reingehen, gucken, kurz einen Moment. Flupp. Hier werden wir noch schöne Lichter hinstellen überall. Saugut. Saugute Geschichte. Saugute Geschichte, finde ich super. Wenn die mal aufgeräumt sind, wird es noch cooler. So, dieses Loch haben wir jetzt halt schon mal. Jetzt wird es interessant, weil wir wollen von hier nach unten bohren, dass ich weiß, wo ich oben rauskomme. Jetzt pass auf. Das machen wir jetzt. Schöne Geschichte. Ja, es ist eine schöne Geschichte. Das wird ein cooler Garten. Im Garten haben wir ja noch gar nichts gemacht, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Sind wir nur dabei, dieses Ding hier aufzuzwirbeln. Dieses Gebäude gerade zu setzen, wie ich es haben will. So, pass auf. Hier ist ziemlich genau. So, und jetzt muss ich praktisch hier so hoch. Ich laufe jetzt einfach mal hoch. Stopp. Hier unten hätte ich gerne, dass wir rauskommen. Da, wo ich jetzt mit der Maus bin. Minenlaser. Terrainmanipulator. Ich drücke einmal kurz drauf. So. Und hier mache ich jetzt ein Loch in die Erde. Und hoffe, dass ich gerade bin. Ja. Oh, Leco, das sind wir aber... Okay, also hier praktisch will ich rauskommen. Das heißt, ich muss jetzt praktisch von dieser Stelle aus, wie beim letzten Mal, Leute, bauen... Guten Abend. Grüß dich. Wie geht's dir? Weißt du nicht mal, wie du rauskommst? Es tut's aber schon leid wieder. Ich baue das beim nächsten Mal ab, wenn die noch drin ist. Guck mal. Auch ein schöner Effekt, den wir uns irgendwie zu nutzen... Ich überlege gerade. Also Leute, hier oben müssen wir rauskommen. Das bedeutet, wir werden diese Gangreihe hier noch weiter bauen. Bis hierher. Ja, da geht es ja so leicht runter. Hier werden wir praktisch eine Holotür machen in unsere Lagerbehälter. Und innen drin dann, ungefähr ab da, im viereckigen Raum, eine Treppe nach oben. Und von dort aus geht es dann in die Gärten erste Reihe. Erste Reihe von vier. Und da werden wir die Frostblumen dann auch hinsetzen, ne? So, dann beende ich die Folge für heute, weil wenn ich jetzt anfange, komme ich nicht mehr raus und ich muss nach dieser Folge eigentlich weg. Das bedeutet, ich werde mit einer neuen kleinen Mini-Aufnahmesession wieder... Ach, das ist der Flieger, ich dachte gerade, hier ist ein Loch drin. Mit einer Mini-Aufnahmesession wieder von 2-3 Folgen, wenn wir dann hier weiter ins Bauen reingehen, ne? Schöne Geschichte. Ohne Witz. Oh... Es hat nicht ganz geladen. Ich dachte schon, da ist jetzt alles... Oh, das macht mir echt Angst. Ich habe gerade hier beim Rausgucken gedacht, dass es verbuggt ist oder kaputt ist, ne? Alles klar. Das wird schön, Leute. Jetzt pass mal auf. Jetzt will ich noch eins machen. Dann mache ich wirklich aus. Wir sind ja jetzt hier zurück. Ich speichere ja hier. Die Navigationsdaten hätte ich gerne hier einmal eingegeben. Ich hoffe, ich habe die schon wieder rüber transportiert. Ich glaube, ja, ne? Navigationsdaten. Einmal durchjagen. Gucken, was er macht. Artefakte, Handelsaußenposten, Notfrequenzen, sichere Frequenzen. Nach Artefakten will ich eigentlich nichts kennen. Ich hätte gerne so eine Fabrik gefunden oder irgendwas. Gucken wir mal. Guck mal, wie es jetzt schon cool aussieht. Dabei ist noch gar nichts passiert. Oh, das wird gut.
Fabrik entdeckt. Leute, was ist denn jetzt los? Was ist denn da los? Da fliege ich jetzt noch hin und lock dort aus, ne? Möglicherweise finden wir da absolut was Geiles. Ich mache mal das und dann mache ich das. Da fliegen wir jetzt kurz noch hin und dann logge ich da aus. Die machen wir beim nächsten Mal. Gruscheln wir die gemütlich durch und dann gehen wir zurück und bauen hier weiter, ne? Das Schiff ist doch innen drin. Eigentlich ist es gar nicht schlecht, wenn es hier innen drin ist, oder? Guck mal. Bisschen eng. Wenn ich da jetzt noch ein paar Würfel außen rum baue, haben wir Garage. Sage ich gerade vor. Also heute ist eine Glücksfolge, müssen wir sagen, oder? Wir haben die Treppe, die Innentreppe. Wir haben die Schallplatten frei gemacht. Wir haben eine Fabrik gefunden. Alles, wie wir es wollen. Manchmal ist es beängstigend, wie es läuft. So, hier ist die Fabrik. Wenn ich jetzt loszisch, die ist auch noch. Die ist noch nicht mal weit, Leute. Schön der Planet oben links gerade. Die ist da vorne irgendwo. Was ist denn hier? Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich manchmal Probleme habe, auszuloggen? Also nicht, weil es nicht geht. Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, hier haben wir Ärger gekriegt, ne? Als ich den Ball aufgehoben habe. Gehen wir direkt wieder. Gehen wir direkt wieder. Kennen wir. Kennen wir. Wir wissen, was passieren kann hier. Weiter geht's. Schöne Geschichte. Die Startschubdüsen sind schon wieder leer. Das Uran habe ich übrigens gekauft, falls jemand denkt, ich bin verschwenderisch, ne? Ich bin verschwenderisch. Das muss ich auch noch dazu sagen. So, hier, 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 hier. Stopp. Yo. So, meine Lieben. Hier werden wir das nächste Mal weitermachen und dann geht's auch wieder direkt zurück. Zu unserer Gartenanlage, Gartenlaube weiterbauen. Speichern und kartieren, natürlich. Ich lade jetzt auch gleich nochmal alles hoch und dann ist gut für heute. Die Hochebenen von Nie Treu. Nie Treu? Hast du die Nieren treu? Gibt es hier neue Tiere zum Entdecken? Nee. Nee. Aber lauter kleine Herden auf so einem Giftplanet, das ist echt schön. Fabrik. So, die gruscheln wir beim nächsten Mal durch, freue ich mich drauf. Meine Lieben, wir sehen uns morgen wieder um 18 Uhr, kommt die nächste Folge No Man's Sky. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten. Ich suche allerdings meinen Flieger schon wieder. Hier, wenn man draufsteht, ist natürlich blöd, ne? So, meine Lieben, das war's für heute. Bis morgen.